Bevor ich euch heute sage, welche Themen wir in den News haben, was Kleines in eigener Sache. Heute ist ja Karneval und in Köln ist da die Hölle los. Deswegen hat die gute Kupferfuchs es leider trotz etlichen Kamehamehas und Gum Gum Kalaschnikows und Eintragungen in das Death Note nicht ins Studio geschafft, weil da überall betrunkene Menschen auf der Straße wie eine Barrikade stehen. Und er ist ja einfach nicht dran vorbeigekommen. Deswegen fällt der Manga-Montag heute leider aus. Aber nächste Woche geht's doppelt so gut weiter. Bei uns geht's gleich mit der Spieldauer von The Order, dem Xbox Ultimate Game Sale und der Besetzung für den Assassin's Creed-Film weiter. Ich bin Luke und das sind die Techcalibur News. In den letzten Wochen hat die Gerüchteküche rund um The Order 1886 und dessen Spieldauer ja kräftig gebrodelt. Spielzeiten zwischen 3 und 12 Stunden wurden da wahllos in den Topf hineingeworfen. Jetzt wissen wir aber dank des YouTubers Play Me Through wirklich, wie lang das Vergnügen mit dem Spiel wird. Rechnet man alle seine veröffentlichten Walkthrough-Videos zu dem Third-Person-Shooter zusammen, kommt man auf magere 5,5 Stunden. Und das ist nicht mal die reine Spielzeit. Etwa die Hälfte der Videos zeigen auch noch die Cutscenes eines jeweiligen Kapitels im Spiel. Fairerweise muss man auch gesagt haben, dass der Kollege da komplett durchgerusht ist, wie so ein Blöder und alles links liegen gelassen hat und ja, nicht einmal gestorben ist. Wie lange die Spielzeit wirklich ist, wenn man sich richtig auf The Order einlässt, können wir ab dem 20. diesen Monats erfahren. Da erscheint nämlich das Spiel. Es wird immer konkreter mit der Assassin's Creed-Verfilmung. Nachdem ja schon bekannt ist, dass Michael Fassbender die Hauptrolle spielen wird und Justin Kurzel Platz auf dem Regiestuhl nimmt, wurde nun bekannt gegeben, dass Marion Cotillard ebenfalls zu dem Projekt stößt. Noch ist nicht bekannt, welche Rolle die Schauspielerin aus Inception und The Dark Knight Rises übernimmt. Genügend Frauen gibt es aber ja im Assassin's Creed-Universum. Der Plot der bald in die Dreharbeiten startenden Verfilmung handelt von dem Gefängnisinsassen Michael Lynch, gespielt von Fassbender, der als Proband an einem Experiment in der Maschine Animus teilnimmt und dadurch die Vergangenheit seiner Vorfahren durchlebt. Microsoft startet höchstwahrscheinlich noch diese Woche ihren nächsten Xbox Ultimate Game Sale, bei dem ihr Spiele bis zu 85% günstiger bekommt. Nach einem kleinen Leak sind auch schon einige Rabatte auf Titel durchgesickert. So bekommt ihr Destiny und The Crew für 33% und Watch Dogs sogar für 60% günstiger. Bei diesen Angeboten müsst ihr allerdings Goldmitglied sein. Seid ihr das nicht? Auch gar kein Problem, denn in der Woche, wo der Sale läuft, kommen immer wieder Rabatte zu verschiedensten Spielen eingeflogen, die auch für Nicht-Mitglieder attraktiv sind. Das Ganze geht voraussichtlich ab dem 18. los und endet am 24. Bis das Ganze startet, könnt ihr euch ja nochmal hier die letzten News anschauen und hier den letzten News-Recap. Hier könnt ihr abonnieren und ich bin Luke und das waren die News und ich gehe jetzt baden.